Dokumente aus einer dunklen Vergangenheit. Als einige Kinder mehr wert waren als andere. Es sind Akten des Landes Nordrhein-Westfalen, die belegen, was in den 60er Jahren offenbar üblich war. Und was erst jetzt ans Licht kommt. Hier im Landesarchiv Duisburg gibt es von der Landesimpfanstalt Düsseldorf noch Jahresberichte. Und da habe ich zwei Jahresberichte gefunden, wo dann wirklich tatsächlich drin stand, dass Probeimpfungen durchgeführt wurden an Kindern in Heimen in Duisburg, Düsseldorf, Wuppertal. Die Landesimpfanstalt war in NRW zuständig für die Herstellung von Pockenimpfstoff. Dafür wurden auch in den 60er Jahren noch Kälber benutzt. Sie wurden geimpft, auf ihrer Haut entstanden Pusteln, daraus wurde die Flüssigkeit entnommen. Das war der Rohimpfstoff. Und der konnte ja verunreinigt sein mit Bakterien, Viren, sonstiges. Und das musste man ja prüfen, ob eben der mikrobiell verunreinigt ist oder eben verträglich ist. Und dafür hat man Heimkinder benutzt. Es ging also nicht darum, einen neuen Pockenimpfstoff zu erforschen, sondern sicherzugehen, dass der hergestellte Impfstoff für den Rest der Bevölkerung sicher ist und nicht etwa eine Hirnhautentzündung verursachte. Damals galt in Deutschland noch eine Impfpflicht gegen die Pocken. Man musste diese Prüfungen machen. Man musste sie aber nicht notwendigerweise an Kindern machen, die im Zweifel keine Fürsprecher hatten und sich nicht wehren konnten, die im Zweifel auch nicht ordentlich aufgeklärt worden sind. Die Kinder sind da, wehren sich nicht. Warum dann den ganzen Aufwand machen mit Aufklärung und so weiter? So formuliert das niemand in den Akten, aber das ist eine Interpretation, die sich einfach aufdrängt. Das Forscherteam um Professor Fangerau bewertet die Probeimpfungen deshalb als Medikamentenmissbrauch an Heimkindern. So steht es im unveröffentlichten Zwischenbericht einer groß angelegten Studie, den Westpol einsehen konnte. Beauftragt hat die Studie das NRW-Gesundheitsministerium. Auf Anfrage schreibt es: Die ersten Befunde im Zwischenbericht zu den Pockenimpfversuchen deuten auf eine Praxis hin, die heute in keinem Fall mehr statthaft wäre. Eine Praxis, ausgeübt von der staatlichen Landesimpfanstalt. Dadurch trägt ja ganz klar auch das Land NRW da die Verantwortung für diese Probeimpfungen. Und das ist ja anders, als wenn ein Pharmaunternehmen jetzt ein Präparat testet, ohne dass das Land oder Behörden davon wissen. Das hat für mich eine andere Qualität. Ich habe von Geburt an bis zur Volljährigkeit, also mit 18, nur in Heimen gelebt. Wir durften nie Kinder sein. Wir durften nicht spielen. Das gab es nicht. Absolut nicht. Wer unartig war in der Schule oder auch in den Heimen, der wurde weggesperrt. Auch Peter Wilde hat Medikamentenmissbrauch erlebt. Keine Impfungen, sondern Tabletten. In der Kinderpsychiatrie in Hamm. Vor ein paar Jahren besorgte er sich seine Patientenakte von damals. Sie belegt, 1969 bekam er hier das Medikament Megafen. Damit wurde er 6 Wochen lang täglich sediert. An diese Zeit hat er keine Erinnerung. Da ist nichts vorhanden. Das ist ein schwarzes Loch. Es verfolgt mich aber jahrzehntelang. Ich wollte ja immer wissen, was ist hier? Dass Heimkinder mit Medikamenten ruhig gestellt oder bestraft wurden, war bis in die 70er Jahre hinein üblich. Die LWL-Klinik in Hamm, in der Peter Wilde damals war, beurteilt das aus heutiger Sicht so. Wenn ein solcher Medikamentenmissbrauch erfolgt ist, nur um einen Patienten ruhig zu stellen, ist das durch nichts zu entschuldigen. Es habe aber offenbar der damaligen Rechtslage und medizinischen Praxis entsprochen. Es war üblich, und jetzt kommt das große Aber. Dieses üblich heißt nicht legitim, legal oder ethisch zu rechtfertigen. Klare Gesetze für Arzneimittelversuche wurden in Deutschland erst 1978 erlassen. Aber ein Medikamenteneinsatz ohne Zustimmung war auch vorher schon als Körperverletzung strafbar.
Trotzdem kommt der Zwischenbericht der Studie zum Ergebnis, in NRW hat es flächendeckend Medikamentenmissbrauch an Heimkindern gegeben. Zusätzlich zu den Einrichtungen, für die es dafür schon Belege gab, haben Forscherinnen und Forscher Hinweise noch in 11 weiteren Einrichtungen gefunden. Wir finden in nahezu jeder Einrichtung, die sich mit Heimkindern befasst, irgendeine Form von missbräuchlichem Arzneimitteleinsatz. Also jede, die wir untersucht haben. Ja, klar. Ja. Peter Wilde klagt jetzt gegen die Klinik, in der er in den 60er Jahren mit Tabletten ruhig gestellt wurde. Er will die Vergangenheit nicht ruhen lassen. Ein uneheliches Kind kommt irgendwo in eine Kinderpsychiatrie rein. Und was dann da mit dem Kind passiert, das ist ja nicht mehr sichtbar. Und wie gesagt, ich bin nur einer von Tausenden. Mehr nicht, aber auch nicht weniger. Die Forscherinnen und Forscher werden noch weitere Archive durchsuchen, um Belege für Medikamentenmissbrauch an Heimkindern zu finden. Den Abschlussbericht ihrer Studie wollen sie im kommenden Jahr vorlegen.